Will man wissen, wie religiöse Spinnergruppen und politische Gruppen Einfluss auf das Leben der Personen in einem Dorf oder einer ganzen Stadt nehmen oder vielleicht bald auf ein ganzes Land nehmen, dann sollte man mein Leben anschauen. Sie schwingen sich auf, unsere Herrschaften zu sein und über uns zu bestimmen zu wollen. Da ist ihnen jedes Mittel recht. Sie bestimmen, wer wem heiraten soll, denn sie achten auf die Volksreinheit. Wie übel ist das eigentlich und sonst so? Und sie nehmen Einfluss auf dein ganzes Leben. Sie sind schon in der Schulzeit an dir dran und sie ordnen die Gesellschaft. Und natürlich stehen hinter den religiösen Gruppen sowie hinter den politischen Gruppen einzelne Personen, die eine Personenhierarchie in deinem Ort aufbauen. Sie regieren wie kleine und große Diktatoren diesen Ort. Alle müssen spuren und wer da nicht mitmachen will, der gilt als Aussätziger und wird gnadenlos gemobbt und auch ausgegrenzt und sie machen auch noch Schlimmeres mit diesen Personen. Sie geben jedem einen Platz in der Gesellschaft, sagen sie. Für einige Personen, so sagte man mir, gilt auch, du musst es nicht nur im Gehirn, den Verstand haben. Nein, du musst auch die Muskeln oder andere Personen mit Muskeln haben, um dich durchzusetzen. Sie wollen das Recht des Stärkeren, nicht des Rechtes. Und sie meinen, eine Diktatur ist die bessere Staatsform und sie schaffen für andere die Gesellschaftsstrukturen, aus denen du nicht ausbrechen kannst und darfst. Dafür sorgen sie. Wenn es eine Rechtsprechung und eine Gesellschaftsordnung nach den gewählten Vertretern einer Gesellschaft wäre, da sagte man weniger. Aber sie dulden auch keine Demokratie, sie treten auch die Grundrechte einer Person und die Menschenrechte einer Person mit Füßen, diese Menschengruppen, die unsere Herrschaften und ihren Herren und Herren sein wollen. Sie verbinden sich auch mit kriminellen Machenschaften und Kriminellen und anderen Menschengruppen, die sie an der Gesellschaftsmacht dann halten. Keiner darf ohne ihre Einwilligung einen Lebensweg gehen, den sie nicht abgesegnet haben. Und mir wird auch schon ganz übel, wenn ich an ihre Mittel denke, die sie anwenden, um dich abzuhalten, deinen eigenen Lebensweg und deine eigene Lebensweise zu gehen. Sie kennen keinerlei Skrupel. Und alle Gesellschaftsmitglieder, auch die Polizei und die Beamten, sie kennen sich untereinander und sie machen dort alle mit. Ein schäbiges Vorgehen und sehr schlecht und bösartiger Natur, die sie ausleben, auf Kosten der Allgemeinheit, wie ich meine.